Was haben wir eigentlich hier drin? War ich hier letztes Mal drin? Ja, hier war ich letztes Mal drin. Ich erinnere mich. Nein! Nein! Unten? Auch nicht! Oben? Habe ich doch eben Ich habe doch eben nach rechts gedrückt, warum ging dann die... Komm. Wir werden auf jeden Fall unsere Ohrenpunkte noch hochklatschen müssen. So, wir haben Logarth besiegt. Yeah! Darum benutzen wir jetzt den Frosch-Sound. Da uns jetzt überhaupt nichts mehr bringen wird im Spiel. So, dann wollen wir hier runter. War ja richtig, ne? Ja, war richtig. Jetzt kommen wir nämlich zu Dingens. Oh. Wieder hier durch. Da ist ja gar nichts drin, sehe ich gerade. Wieder hier durch. Na, wo kommen wir hier hin? Da kommen wir noch nicht durch. Wir können uns... Wir haben weder einen Geist oder sonst so irgendwas, was uns hier irgendwie verteidigen kann. Da kommen wir einfach nicht durch. Okay, da kommen wir auch nicht hin. Wir müssen doch durch die Röhre. Ich habe das echt vergessen. Das ist ja schon traurig. Aber naja. Mein Brain Power ist unter 9000. Jetzt kommen wir hier durch. Die Spreuen lasse ich mal kurz Spreuen sein, okay. Da können wir nicht weiter. Ein Orden, das ist ein Orden. Hier kommen wir noch nicht weiter. Aber das wird sich sehr bald ändern. Wah! Lass mich in Frieden, verschwinde. Nervensäge. Falscher Knopf. Erstmal kurz unfair hochstarten. Upsa, ich wollte eben drücken, aber hey, machen wir eine Bruchlandung. Wie quackt der Bruchpilot. Bevor wir uns jetzt aber mit dem Sternjuwel auf den Podest setzen. Na, falscher Knopf. Werden wir noch einmal kurz rüberfliegen. Yay, das Ionentor. Ist es nicht wunderschön? Ja, da oben können wir wieder... Oh. Zurückfliegen wollte ich sagen, aber gut, dass ich hier hochgelatscht bin. Da habe ich das jetzt gesehen. Wie ich bereits im zweiten oder dritten Part erwähnt habe, habe ich vor, dieses Spiel auf zwei Varianten durchzuzocken. Das hängt nämlich mit diesem Raum hier zusammen. Vorsicht, nicht hineingehen. Röhre ist in... Röhre ins Innerste der Erde. Achso, jetzt wollte ich gerade was anderes lesen. Ich fange nochmal von vorne an. Vorsicht, nicht hineingehen. Röhre ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkerkern. Es ist Zeit für ein Duell! Die Orden Erstangriff und Straßenfeger haben hier keine Wirkung. Der gute alte Duellkerker. Tiefste Etage 0. Powerdowns Rekord 0 mal. Sternsplitter 11 von 100 Stück. Ah, hier sehen wir also, wie viele Sternsplitter wir schon haben. Okay. Der Duellkerker. Da kann ich kurz was zu vorquatschen. Der Duellkerker besteht aus 100 Räumen bis tief in die Erde hinein. Weg damit. Alle 10 Räume gibt es eine kleine Belohnung für unsere Mühe. Alle anderen Räume 1 bis 9, 11 bis 19 und so weiter bis ganz nach unten halt. Auf allen Räumen gibt es für uns einen Gegner, den wir bekämpfen müssen. Von leicht bis hin zu extremst schwer geht es. Und in Raum 100 erwartet uns eine dicke Überraschung, die uns wirklich, das ist wirklich eine sehr dicke Überraschung, die sich aber auch für uns lohnen wird. Und ich habe diese Variante schon zweimal durchgeschafft. Einmal in der Variante, wie ich es jetzt machen werde, wie ich es jetzt let's playen werde. Nämlich, ich werde
Unsere Werte gleichmäßig skillen. KP, BP und OP werde ich so gut es geht gleichmäßig aufleveln. Und darauf werde ich mich wirklich sehr konzentrieren. Denn storytechnisch ist das Spiel, also ist das Ziel des Spiels, Peach befreien und den finalen Gegner natürlich platthauen. Aber mein selbsternanntes großes Ziel in diesem Let's Play ist es, den Duellkerker zu meistern. Und dazu werde ich sehr, sehr, sehr viel Level-Ups brauchen, werde mich sehr, sehr gut skillen müssen und werde die besten Orden mitnehmen müssen, die ich brauche, um es auch zu schaffen. Wir werden uns so imbermäßig aufpowern, dass wir diesen Kerker rocken werden. Dazu muss ich sagen, beim ersten Mal durchzocken habe ich es, so wie ich es jetzt machen werde, gleichmäßig alles geskillt, bin runter bis in den letzten Kerker gekommen, bis in Raum 100, bin dann verreckt und durfte dann nochmal die ganze Scheiße von vorne machen. Das erste Mal habe ich, lass mich nicht lügen, eine Stunde, ein Dreiviertelstunden gebraucht, um runterzukommen, wurde dann richtig schön vertrimmt, habe mich tierisch aufgeregt und habe dann innerhalb von einer Stunde 20 Minuten es nochmal runter geschafft in den letzten Raum und habe es dann geschafft auch zu gewinnen und habe dann das Spiel wirklich vollends geschafft und ich war einfach überglücklich. Jetzt aber zu dem, was ich allgemein mit diesem Spiel vorhabe. Das ist jetzt das erste Let's Play zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Die zweite Let's Play-Variante, die ich irgendwann in der Zukunft vorhabe, sieht wie folgt aus. Ich werde Mario nur die BP und die OP aufleveln, so richtig schön hochskillen, größtenteils die OP, da ich nämlich etwas ganz Bestimmtes vorhabe. Ich werde nämlich auf Aggro stellen, nicht auf Aggro-Modus, wie man es von anderen Let's Plays von mir kennt. Nein! Ich werde dieses Spiel im Aggro-Style durchzocken und zwar aufs Übelste. Ich habe nämlich vor, mir einen bestimmten Orden anzueignen, den ich mir kaufen werde, der unsere ATK, während wir 5 oder weniger KP haben, immer um 2 erhöhen werden wird, tun, machen sein. Somit haben wir immer schön richtig viel Angriffskraft. Und wir brauchen natürlich viele BP, damit wir auch unsere Ohren zum Angriff benutzen können. Ist ja logisch. Jetzt wird sich die ein oder andere aufmerksame Macaroni fragen, aber das bringt doch nichts, wenn du nur BP und OP levelst, hast du aber noch 10 KP. Wir erinnern uns, 10 KP ist unser Startkapital an Kraftpunkten. Ja, aber es gibt einen, da hast du recht, aber es gibt einen sehr entscheidenden Unterschied. Also ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Es gibt hier nämlich ein. Also, es gab in Paper Mario, ich fange mal so an, in Paper Mario 1 gab es ja jemanden, der einen unserer Werte erhöht, dafür aber die anderen beiden senkt. So weit, so gut. Hier gibt es auch jemanden, der unsere Werte erhöht und einen anderen Wert senken kann. Somit werden wir dann einen unserer Werte, BP oder OP, erhöhen. Um 5, also die BP um 5, OP um 3, werden dafür aber unsere KP von 10 auf 5 runterleveln lassen. Das ist das Minimum, was wir an KP haben werden können. Haben werden können, haben können. Ja, das ist, wenn der Mund schneller ist als das Hirn. Aber egal. Somit können wir unsere Strategie vollends ausführen, da wir dann nämlich dauerhaft im Achtung oder im Gefahrmodus sind, da wir nur 5 KP haben, wie wir alle wissen, in Paper Mario 5 KP, dann heißt es Achtung, wir sterben gleich. Somit greifen dann unsere Orden, die wir uns massig kaufen werden, alle ein und jeder Orden erhöht unsere Angriffskraft um jeweils 2. Und somit werden wir jeden Gegner ratzefatze vom Feld fegen, werden jeden OTK-mäßig kaputt hauen, ein Angriff, alle tot. Und damit werden wir dann das Spiel wirklich rasend schnell schaffen. Also das wird dann, also wenn wir auf der Agro-Variante das Spiel Let's Playen werden, dürfte ich ja, so ungefähr nur die halbe Zeit brauchen, da ich wirklich, ich werde jeden Gegner eiskalt weglatzen,
Die kriegen eine Nackenfletsche und dann fliegen sie zum Mond und wieder zurück und sind dann down. Darauf werde ich mich auch sehr freuen. Und das wird die zweite Variante sein, in der ich vorhabe, dieses geile, geile Spiel zu let's playen. Tja, das ist die große Ankündigung zu der Art, wie ich dieses Spiel zweimal let's playen möchte und auch werde. Wach mal auf, Schlafmütze. Aber wir werden uns den Duellkerker für dieses Let's Play jetzt aufheben bis zum Schluss. Wir werden erst einmal Peach befreien, wir werden die Story einmal komplett durchmachen und dann werden wir uns an den Duellkerker wagen. Denn wir werden bis dahin, da ich jetzt natürlich alles gleichmäßig skillen werde, werden wir eine Menge Training brauchen, damit wir hier auch einmal, also damit wir hier in einen Rutsch durchkommen. Denn ich werde mir in den Arsch beißen, wenn ich bis in den letzten Raum komme oder kurz davor und dann verrecke. Weil dann ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Ich kann alles von vorne machen, nachdem ich mich wieder tierisch aufgeregt und ausgetobt habe. Und das wollt weder ihr noch ich. So. In der Akku-Variante werden wir natürlich auch einmal die Story schön fertig machen. Dann habe ich natürlich, also bis kurz vorm Ende der Story, dann habe ich nämlich was Kleines überlegt, das ich dann machen werde. Und, weil das wollte ich nämlich mal ausprobieren, hatte bis jetzt nur privat keine Lust, habe ich gedacht, komm, das Ausprobieren hebe ich mir fürs Let's Play auf. So, jetzt genug gequatscht, jetzt kann es wieder in Ruhe weitergehen. Die Ankündigung ist endlich raus und jetzt können wir in Ruhe der Story weiter folgen. Freut euch auf diese Variante, die ich mir überlegt habe zu Let's Playen. Es wird auch eine Weile dauern, aber bis dahin können wir in Ruhe die Story hier verfolgen. Alles hier schön durchdaddeln, alles erleben, alles genießen. Und sobald die Agro-Variante, also Let's Play, besser gesagt Let's Agro ich überlege mir noch einen guten Titel, das gefällt mir noch nicht. Wenn wir die Highspeed-Agro-Variante zocken, werden wir auch die Gespräche hier alle wegdrücken, weil wir halt das ganze Gequatsche schon kennen. Wir werden einfach nur zocken, ich werde es weiterhin moderieren, nur ich werde die Gespräche wegdrücken, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, das alles nochmal so aufwendig zu machen. Ich möchte einfach nur zeigen, wie geskillt man hier durchrushen kann. So, aber jetzt wollen wir der Story weiterfolgen und somit heißt es... Zeige dich, Sternjuwel. Na dann, Mario, halte das Sternjuwel hoch. Yippie! Meine Augen! Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Ja, ein Smaragd-Sternjuwel. Schau doch nur, Mario. Da steht, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Aber ich kann das nicht entziffern. Wir sollten Prof. Gumbat um seinen Rat bitten. Ja, das machen wir! Let's go! Ah, diese Musik. Ich verstehe. Und? Wo finden wir nun das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Dort befindet sich im Inneren eines großen Baumes das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben, die du in meinen Gedanken sehen kannst. Kannst du meine Gedanken sehen? Dann hoffe ich mal, dass du nicht in die Schmuddelecke gehst. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt.
Übrigens, Herr Professor, wegen der Prinzessin. Mario hat vorhin eine Mail von Prinzessin Peach erhalten. Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach den Sternjuwelen suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen? Was haben die denn nur vor? Leider weiß ich noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann sollten wir also in den Wunderwald gehen und das nächste Sternjuwel suchen. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, euch im Toadhaus auszuruhen, wenn eure Kräfte nachlassen. Und vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. Yo, Mann, so machen wir es, Alter. Hau Ding, du.